Es ist ein schmerzlicher Anblick für Wassiliki Stavrou-Lothringen von ihrem Balkon aus, der ausgebrannte Grenfell Tower in London. Vor einem Jahr hat sie mit angesehen, wie der Turm brannte. 71 Menschen wurden dabei getötet. Stavrou-Lothringen sagt, dass sie seit dieser Nacht unter Atembeschwerden leidet. Ich bin sehr enttäuscht von den Behörden. Es ist sehr traurig, Leute zu sehen, die den Mut hatten, in der Nacht ihre Häuser zu verlassen, um das Feuer zu bekämpfen. Und jetzt leiden sie an Depressionen. Einige von ihnen sind selbstmordgefährdet. Über eine Fassadenverkleidung hatte sich das Feuer über weite Teile des Wohnturms ausgebreitet. Ein Expertenbericht hat schwere Mängel beim Bau des Gebäudes festgestellt. Auch die Feuerwehr steht in der Kritik. Doch konkrete Maßnahmen lassen auf sich warten. Ich glaube nicht, dass es reicht. Das ist die größte Katastrophe in Großbritannien seit dem Zweiten Weltkrieg. Ich verstehe nicht, warum das Land nicht in Aufruhr ist, warum wir der Regierung nicht sagen, dass sich die Dinge jetzt ändern müssen, warum die Regierung die unsicheren Verkleidungen immer noch nicht verboten hat. Bislang haben rund die Hälfte der Menschen, die bei dem Brand ihr Heim verloren haben, eine Zusage für eine neue Wohnung bekommen. Aber ein Jahr nach dem Brand fühlen sich viele Betroffene weiterhin alleingelassen.